Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, heute einige Gedanken, Hinweise, auch Links zu Lästerung wider den Heiligen Geist. Wo findet man die Datei? Die Datei findet man auf bibelkreis.ch, da unter Begriffserklärung. Da unter L, Lästerung, da haben wir Lästerung wieder den Heiligen Geist. Da haben wir direkt, das ist ein Zufall, Latzel, Olaf, der Demagoge, Heilsverlierer, Gotteslästerer. Das ist ein typischer Lästerer, und zwar einer, der sich unter die Christenheit eingeschlichen hat. Wie macht man das? Das sind Engel Satans, wie das in 2. Korintherbrief steht. Die bringen etwas, was sehr einleuchtend ist. Also Lehre gegen Hurer, Lehre gegen Homosexuelle und andere Perverse. Und dann beginnt der Gott anzugreifen. Und zwar auf eine subtile Art, in effektiver Gotteslästerung lehrt er, das Werk des Herrn Jesum sei nicht vollkommen. Ein Wiedergeborener, der Sündige, gehe wieder verloren. Das sagt zum Beispiel der Gotteslästerer Olaf Latzel, irgend so ein deutscher, sehr wahrscheinlich lutherischer Theologe, da ist alles drin. Oder dann Karl Hermann Kaufmann, ein Herausgeber der Schlachter 2000 Bibel. Die hat ja auch Gotteslästerungen direkt in den Text eingebaut. Die schreiben, dass der Jesus Christus nicht das Lamm Gottes ist und so weiter. Oder Dr. Lothar Gassmann ist auch so ein Gotteslästerer. Aber es gibt ganz viele, viele falsche Lehrer sind eingeschlichen unter die Gläubigen. Und dann haben wir die Datei, Lästerung wider den Heiligen Geist. Und ich ziehe jetzt aus der Clever Studienbibel, ich hoffe, das klappt gut, die Datei hinein. Da ist sie. Und lese, wer nicht mit mir ist, ist wider mich, wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird dem Menschen nicht vergeben werden. Brauchen wir vielleicht noch. Jetzt wollen wir zusammen das betrachten und den Unterschied zwischen Lästerung und Sünde erarbeiten. Da war mal ein Brief und da schreibt sie, ich verstehe etwas nicht und dachte mir, ich frage nicht einfach mal, vielleicht kannst du mir weiterhelfen. Es steht da geschrieben. Und dann hat sie den Text, den ich vorher aus der Clever Studienbibel mitgenommen habe, im Titel gehabt. Wieso wird die Lästerung nicht verziehen? Und was umfasst, meint hier Jesus mit Lästerung? Was zählt alles zu Lästerung? So. Die Frage bewegt jeden Christen klar. Muss ich auch sagen, das hat mich einige Zeit beschäftigt, habe es aber auch ignoriert, wie man es halt macht, wenn man etwas nicht versteht.
war aber nicht so gut, besser ist, man geht in das Wort Gottes, liest den Zusammenhang. Und den Zusammenhang findet man, wenn man in das Matthäus-Evangelium geht. Da habe ich einen Überblick zum Matthäus-Evangelium. Den rate ich wirklich genau zu lesen. Da haben wir verschiedene Einteilungen zum Matthäus-Evangelium. Und wenn man nicht weiß, woher, was, warum, zu wem geschrieben wird, dann muss man das zuerst abklären. Also, der Jesus hat mit und zu Israeliten geredet auf dieser Erde, nie zu Christen. Es gab keine Christen, als der Jesus auf Erden war. Und wenn wir dann sehen, wie wichtig es ist, warum der Herr Jesus das gesagt hat, da möchte ich euch bitten, das alles genau durchzulesen. Was ist Lästerung? Lästerung ist wirklich etwas Schlimmes. Aber Lästerung heißt nicht, dass jemand wieder verloren geht oder nicht errettet werden kann. Überhaupt nicht. Sondern die Lästerung des Heiligen Geistes kann man jetzt gar nicht begehen. Das konnten nur die Juden in der Gegenwart des Herrn. Was ist passiert in Matthäus 12? Was ist passiert in Matthäus 12? Da hat der Herr Jesus ihnen in den Kapitel vorher, Kapitel 8, 9, 10, gezeigt, dass er der von Gott verheißene Messias ist, der König der Juden. Wie hat er das gezeigt? Durch Zeichen und Wunder. Durch Zeichen und Wunder. Sie haben das gesehen. Und dann haben die Juden gesagt, das tut er in der Kraft des Teufels. Beelzebub, das tut er in der Kraft des Teufels. Und das ist Lästerung. Lästerung ist etwas sagen, von dem man weiß, dass es nicht stimmt. Aber wir haben im Matthäus-Evangelium die spezielle Situation. Der Jesus ist auf Erden, er tut die Wunder und Zeichen und sie verleugnen ihn, ja, sie lästern ihn. Und er hat wie die Wunder getan? In der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist der Knackpunkt. Heute gibt es ja keine göttlichen Wunder. Heute gibt es keine göttlichen Zeichen. Seit dem Jahr 63 gibt es keine Zeichen und Wunder. Steht so im Wort Gottes. Und noch nie hat jemand jetzt göttliche Zeichen und Wunder gesehen. Und der Herr Jesus Christus ist nicht sichtbar auf Erden. Man kann ihn gar nicht sehen. Wer heute sagt, er hätte den Herrn Jesus gesehen, ist A. meist ein normaler Lügner oder psychisch krank oder halt ein Pfingstler. Das ist dann die üble Kombination. Also, das konnten nur die Juden in der Gegenwart des Herrn Jesus, als sie seine Wunder und Zeichen, die ihn als Messias auszeichneten, dem Satan zurechnen, obwohl sie ihn als den Messias erkannten. Sündigen wider den Heiligen Geist aber ist jede Sünde.
wenn wir sündigen, ist immer wieder den Heiligen Geist. Immer. Aber die kann vergeben werden. Sünde wird immer beim Bekennen derselben vergeben. Siehe 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Da haben wir noch das Wort Sünde, Amartia und Lästerung und Blasphemia. Da unten wird dann im Text alle Bibelstellen über Sünde, Amartia und Lästerung noch eingeblendet. So, gehen wir zurück und ich erkläre nur kurz die Datei. Die Datei wird ja im Video komplett angehängt. Ihr könnt das alles nochmals nachlesen. Auch den Artikel da unten, wo es um die Zusammenhänge genauer geht, bitte ich euch wirklich einmal gut durchzulesen. So, also, vielleicht noch ein Schlagsatz. Die Lästerung des Heiligen Geistes steht in und nur in Verbindung mit Israel. Kann heute jemand Gott den Heiligen Geist lästern? Nein, es ist unmöglich. Unmöglich kann jemand heute Gott den Heiligen Geist lästern. Die Aussage von Matthäus 12 über die Lästerung des Heiligen Geistes deckt sich mit der Aussage, fünffache Aussage im Hebräerbrief, zum Beispiel Hebräer 2, Hebräer 6 und so weiter, dass, wenn jemand zurück ins Judentum geht, da schreibt er den Hebräern. Der Hebräerbrief schreibt nicht zu uns, sondern an die Hebräer. Wir dürfen es einfach lesen. Wenn jemand zum Judentum zurückging, nachdem er die Wunder und Zeichen und Machttaten Gottes gesehen hat, dem konnte nicht mehr vergeben werden. Warum? Weil das eben Lästerung des Heiligen Geistes war. Was in Hebräer 6 in den ersten Versen steht, ist heute alles absolut unmöglich. Der Hebräerbrief warnt die Hebräer. Und dann erklärt uns der Hebräerbrief die Vorgänge, Hintergründe, Bedeutung von 3. Mose 16, der große Versöhnungstag. Darum ist der Hebräerbrief so extrem wichtig für uns. So, also nochmals, die Datei könnt ihr finden selbstständig. Ich zeige es nochmals, wenn ihr auf bibelkreis.ch geht, Begriffserklärung, L wie Lästerung, und dann findet ihr hier diesen Artikel Lästerung mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst ihn aber gar nicht groß suchen, weil ich ihn sowieso am YouTube verlinke. Ich wäre auch dankbar, wenn ihr Fragen habt, mir ein E-Mail sendet. Auch das E-Mail werde ich verlinken. Wenn ihr Korrekturen findet, Fehler findet, selbstverständlich. Wenn ich etwas schreibe, hat es immer Fehler, und wenn es nur Druckfehler sind. Und wenn ihr Zusätze habt, schreibt ihr mir die auch. Und wenn sie schriftbasierend sind, werde ich sie da mit verlinken. Ihr habt vielleicht gesehen, noch ganz kurz, es hat hier in diesem Artikel auf dieser Seite auch Links nach draußen. Kann man einfach draufklicken und man wird es finden.
Im Herrn Jesum Christum einen wunderbaren Tag.